Servus YT bei eurem SDVE und ich bin hier mitten im Gemetzel gespawnt in der Runde Herrschaft MW3 Ruppe die Katz live SDVE am Stissel und ja, was war das gerade? Mega die Verwirrung mit der Maus, ihr wisst wie das ist. Ja, das erste Mal heute hier live am Stissel für euch und erstmal ein gesundes neues Jahr, wünscht man sich ja, ihr wisst ja wie das ist. Und ja, was ich euch heute zeigen will, ist erstmal, wie ich hier so eine Runde verrecke, Herrschaftsspiele, wie auch immer, wie ihr es nennen wollt. Oh, so richtig schön erkämpft worden. Oh, ist das süß. Ja, das lässt man ja gerne mal durchgehen. Und dann möchte ich euch so ein bisschen sagen, man könnte natürlich so ein YouTube-Rewind machen, so was so 2016 passiert ist, aber das Jahr 2016 ist natürlich so eine Sache, die muss man nie wiederholen. Das muss man nie wieder so, ja, sagen wir mal so, es ist nicht wirklich was passiert, was man jetzt auf meinem Kanal so YouTube-mäßig so an Start bringen könnte, im Sinne von, oh, muss ich unbedingt erwähnen. Aber ja, es wird definitiv eine Veränderung geben, die werdet ihr bemerken. Und zwar die größte Veränderung seit der Erfindung von Berlin. Seitdem ich mit meinem Kanal aufgehört habe und bei WDD Videos gemacht habe. Maus? Hä? Lol, Verwirrung? Was ist hier los? Genau, die größte Veränderung. Und seitdem, und zwar werde ich jetzt wieder hauptsächlich auf Steve Pity Kanal Videos machen. Das hat keinen, oh Gott, was ist denn mit der Maus los? Keinen bösen Hintergrund oder sowas, sondern wir wollen das einfach mal so eine Art als Projekt sehen. Und quasi. Alter. Dieser Mann. Dieser Typ, ey. Wir wollen mal was Neues probieren. Alter, was ist denn mit der Maus los? Habt ihr das irgendwann schon? Immer ist es schnell, immer ist es langsam. Wie soll ich denn mit meinem Schild spielen? Ich habe noch keinen Kill gemacht, obwohl doch eh, ne? Genau. Ich starte wieder komplett auf meinem Kanal. Und ihr werdet hauptsächlich hier Videos von mir sehen, beziehungsweise hauptsächlich überhaupt nur Videos von mir. Auf WDD wird da nichts mehr kommen demnächst erstmal. Schauen wir mal, wie das anläuft und quasi gemeinsame Projekte mit dem Pink Panther werden wir natürlich immer noch machen. Und das auf dem WDD-Kanal, Ladies and Gentlemen. Wisst ihr Bescheid? Das heißt auch, der Kanal hier wird ein bisschen mehr bestückt sein als das ist jetzt nur noch so war wie die letzten paar Monde. Da war ja nichts los, so quasi. Ich meine, das liegt auch ein bisschen daran, dass meine Maus gerade spinnt. Oh! Ey, ich könnte ja ausrasten. Dass meine Maus gerade spinnt, ja, nee, das wollte ich sagen. Und zwar, das lag daran, dass so ein bisschen, ja, so real-life-mäßig viel los war. Jetzt war ich jetzt auch noch hier einen Monat krank, so. Ging mir übelst auf den Senkel. Fast so sehr wie diese Maus gerade im Spiel, aber hey, ich bin ja hier, okay, cool, easy going, ne? Wisst ihr Bescheid, alles cool. Ey, seht ihr das auch? Ey, oh! Naja, auf jeden Fall wird mehr kommen, wird sexier. Und ich werde erstmal demnächst starten, weil das Ding gemütlich, gemütlich starten. Mit einem Let's Play. Von einem Game, was schon ein bisschen draußen ist, aber ich denke mal, es hat immer noch so einen gewissen Reiz, was es versprüht. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Ding musst du dir einfach raushauen, weil du einfach bei jedem Teil des Spiels ein Let's Play gemacht hast und das musst du dir einfach geben. So, so viel dazu, lasst euch überraschen. Es startet vielleicht die Tage. Oder vielleicht das nächste Woche, mal schauen. Und dann wird noch was kommen und zwar auch wieder ein Let's Play. Also ich muss. Let's Play macht mir Laune. Macht es euch auch Laune? Das würde mich freuen. Auf jeden Fall kommt ein Horrorspiel raus. Resident Evil, Leute. Ich hab's. Jetzt hab ich's gesagt. Ja. Resident Evil, ich bin echt so ein bisschen Fan davon. Hab wegen der ganzen FSK-Sachen da, wo man hier eklig und sowas, ihr wisst, wie das ist, habe ich nichts auf YouTube gezeigt, aber ich denke mal. Mal schauen, wie der neue Teil wird. Das kann man schon mal riskieren, so, oder? Ich denke auch. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Und ja, Community Events. Wenn ihr auch wieder Lust habt, ouch, dann seid auch wieder mit dabei.
Und auf jeden Fall möchte ich euch sagen, ich habe auch wieder ein Teamspeak am Schlüssel mit der IPTS.stevepity.net. Oh shit. Könnt ihr vorbei? Schubbeln, schubbeln, bubbeln. Boah. Und dort mache ich dann meine Events quasi. Oder halt auf dem Pink Panther Kanal. Dazu müsst ihr mal auf den Kanal gehen, um dann zu wissen, warum habe ich jetzt Pink Panther Kanal genannt. Naja. Oh. Oh, oh, aber einer hinter mir. Na gut. Da wir schon ja so viel spoilern, das erzählt euch der Herr auf BTD-Kanal, beziehungsweise auf Pink Panther-Kanal. Warum, wieso, weshalb, was da abläuft. Gibt es auch eine Änderung? Got A, got A. Was, gerade eben? Ey, ich. Sorry, Leute, das ist gerade nicht spielbar. Aber das ist auch nicht gerade diese Sache, sondern einfach nochmal eine Runde. MW3 daddeln, so nach einer gediegenen Ewigkeit und mal so ein bisschen Duty and Objective spielen. Muss auch mal sein. Und ja, ich hoffe, das ist eine einmalige Sache mit meiner Maus, weil die ist gerade mega lahm, ey. Und auf einmal so BÄM! Komplett schnell. Komplett schnell. Bum, bum, bum. So. Cool, ne? Ja, dazu, das wird Let's Play, wird auf jeden Fall kommen. Kann ich euch versprechen. Autsch. Ich mache schon wieder Unsinn hier, weißt du? Ich mache schon wieder Unsinn. Und dann werden natürlich auch neue Sachen kommen. Wie zum Beispiel, ein Gast wird demnächst, das kann ich nicht sagen wann, aber es wird demnächst passieren, wird bei mir zu Hause zu Besuch sein und wird mit mir gewisse Sachen abdrehen. Alter, ist das lästig mit der Maus. Wird bestimmte Sachen abdrehen mit mir. Lasst euch da überraschen. Da wird auf jeden Fall einiges kommen. Und dann werde ich jetzt offiziell verkünden. Ist ja mega das Verkündungsvideo hier, oder? Wow. Dass ich auf YouTube streamen werde. Ja, ich weiß. Steve, du hast schon oft gesagt, du streamst hin und her, rechts und links. Aber ich war mich noch nicht sicher, auf was für einer Plattform ich das tue. Und ich denke mal, alter Schwede, was ist denn das für eine Rotze? Oh, könnte ich mich aufregen. Ausrasten, übelst lustig. Scheiße. Ich will jetzt mal echt böse sein, so. Mad. Are you mad, bro? Ja, ich bin gerade mad. Ich war immer noch nicht so sicher, auf was für einer Plattform ich das mache. Aber mit so gewissen Personen abgesprochen und Meinung gebildet. Meinung A, Meinung B und so. Bibo, sollte man am besten streamen? Wo könnte man am besten? Mache ich am Anfang auf jeden Fall erstmal so. Alter Schwede. C4. Dass ich auf YouTube streame. Und wenn ich da mal so eine Lücke finde in meinem Time Management ist ja mal mega busy unterwegs. Nee. Ja. Kriegt man hin. Und. Das ist ja echt. Ihr habt das Problem auch. Zack. Zack. Huha. Autsch. Also, ich hab's auf jeden Fall. Dass ich hier. Alle Spieler stumm schalten hier. Alles weg, geht mir weg hier. Steve Peet wird auch stumm. So, alle. Ah, das toll. Was ist denn Moab? Nee, der heißt Moab. Was, Führung verloren hat, wir sind am Gewinn? Hallo? Naja, wurde auf jeden Fall einiges Neues auf euch zukommen. Livestream hab ich gesagt, naja. Ist halt. Muss man sich halt mal gucken, ob wir da mal Zeit dafür finden. Auch denke mal. Habt ihr bestimmt auch Lust drauf? Und ja, ich wünsche euch natürlich viel Gesundheit im neuen Jahr. Dass er auch lustig mich hier beim Restart quasi begleitet. Oh shit. Oh shit. EMP. Cool. Ja. Dass er mich auch weiter begleitet, quasi, genau. Und dass wir da quasi zusammen so ein bisschen durchstarten könnt. Wenn ihr Lust habt,
Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja. Ich hoffe, dass es dann auch mit meiner Maus klappt bei ME3. Weil ich will auch selbst die alten Teile spielen. Ich will ja nicht nur die neuen spielen. Zack. Naja. Und ja. Das war es eigentlich zu dem, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mal ein paar Meinungen und Sachen und so Dingens da in der Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ja, ihr habt noch nicht so eine schlechte Runde hochgeladen. 6 Abschüsse, 14, es ist 17 Tore. Man sagt zwar nie, man sagt zwar eigentlich, schiebt es nicht auf immer auf die anderen, aber jetzt schiebe ich es auf meine Maus. Beziehungsweise auf das Spiel, weil das gerade echt irgendwie einen Hänger hatte. Ja, es hat einen Hänger gehabt, weil Mausgeschwindigkeit, Mausbeschädigung und sowas, das war einfach nicht cool. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind eine kleine Runde, so eine kleine Stisselei, so eine Live-Stisselei. Und ja, Daumen hoch, wisst ihr Bescheid. Ruppelt die Katz. Bis zum nächsten Mal, euer Stief Pedi. Orido.